Thank you, Chief. Jetzt. Dann haben wir Grabestille. Auf einer Beerdigung ist nicht einmal so leise. Grüß dich, hi. Grüß dich. Haben wir Antenne Salzburg, da werden schon kleine Interviews geführt. Und der Elvis startet derweil wiederum Loyalität aus. Von lauter verteilen. Habe ich ja vergessen. Selbst vergessen, ja. Ja, ja, wie war das? Wer keine 2G hat, kann nicht einkaufen. Ja, aber nur der Bräuner. Ah, nein, da. Wo? Ah, Wilfried der Weitsichtige. Ja, aber doch, das Warte ist beim Rammstein-Konzert. Natürlich nicht. Ich fühle mich irgendwie so wie bei der großen Maske. Nein, ich habe doch gerade vorher erklärt, Österreich hat keine Maffe. Ja, ja, wir sind halt zu wenig strukturiert. Vielleicht führt da wer von außerhalb noch die Länge, die Schirme. Dass Österreich nicht von irgendwem verkauft. Da ist auch noch Jetzt habe ich einen Zirni-Backflash gehabt. Der Philipp? Nein. Na sicher. Das ist der Philipp da, oder? Was ist, wenn der so ist? Ja, wenn der ORF dem Wilfried die Hand schüttelt. Ja, da uns hinter uns, wir haben jetzt unseren eigenen Personenschützer. Er braucht uns. Ich fühle mich in den Zeiten letzter Zeit eher ein bisschen gefährdet. Falls da jetzt wer einen Anschlag vorhätte, sind wir in allererster bester Hand. Da bin ich mir nicht sicher, weil wir hatten ja auch den Herrn Innenminister mit der Fleksch und haben trotzdem 4 Tote gehabt. Also ich bin mir nicht immer sicher, ob unsere Kräfte da wirklich so. Wie soll man sagen? Ich habe das Nötigste für die Sicherheitskräfte dabei. Psychopharmaka und Alkohol, das muss reichen. Aber schau mal fort mit einem Elektroauto. Ganz gut. Ja, da sitzt er drinnen, oder? Der kann.
Da ist er, der Bello. Der Bello! Ach, hätte ich jetzt einen Aschenbecher gehabt. Nicht mein Präsident! Sowas von nicht mein Präsident! Nicht mein Präsident! Mit einem Drittel der Wähler gewählt, beglückt er die Untertanen, spricht über die Normalität. Nicht mein Präsident! Na, meiner auch nicht. Da fällt mir überhaupt gar nicht ab. Aber die gute Nachricht ist, heute kann er keine Sperrstunde mehr brechen, weil so weit sind wir inzwischen nicht mehr. Ja, jetzt hat er volle Hände voll zu tun, um die Neutralität zu verbrechen. Ein Neutralitätsverräter. Wann arbeiten wir eigentlich einmal die ganzen drei letzten Jahre auf? Buh! Das hat uns total im Stich lassen, verruiniert habt ihr uns! Nicht mein Präsident! Haslauer, es wird Zeit, die Strafen zurückzuzahlen! Sagt den Volk, dass ihr einen Fehler gemacht habt! Ansonsten werdet ihr nie wieder Vertrauen in unser Land kriegen! Das ist in der Tat. Nicht mein Präsident! Ja, jetzt wissen wir es eh schon. Jetzt mal ja gut hin. Eine Dame, die voll zur Zufriedenheit steht vor ihrem Präsidenten, der sie beteuert mit Beteuerungen aller Teuerungen. Buh! Jetzt bitte während der Bundeshymne ruhig sein. Wisst ihr eigentlich, dass die Fahne auf dem Kopf steht, dass unser Land in Notstand ist? Ja, sie stehen am Kopf. Wissen Sie das? Österreich hat eine höhere Inflation als Kenia, aber wenn Sie das gut heißen, dann gratulieren Sie dem Präsidenten zu seinen 30% Wähler, die er hat. Schämt euch! Bei der Fahne, bei dieser wunderbaren Hymne, sieht man euer Herz schön zu trauen. Ich stehe euch nicht zu! Nicht mein Präsident! Wo ist der nicht gewählte Kanzler? Er ist am Salzburg Summit. Wo hat es ihn jetzt hingewählt an diesen Tagen? Buh! Nicht mein Präsident! Da stimme ich zu! Und nicht mein Landeshauptmann! Weil an der Kasse wird kontrolliert, wer einkaufen darf! Schämen Sie sich! Nach 75 Jahren niemals vergessen, wieder einen Ausweis von den Menschen zu verlangen! Denn am Platz werden wir wieder wegnehmen! Wir haben ja die meinungsfreie Meinungsäußerung. Diese Lärmerregung ist eine Vertretung nach dem Landessicherheitsgesetz, ich sag's euch. Nein, ist es nicht. Ja. Da können Sie uns noch so viel erzählen. Finden Sie das normal, was in dem Land passiert? Solange sein Kind gezahlt wird, ob das Kind von seiner Schwester gezahlt wird, ist ihm schon wieder egal. Ja, weit haben wir es gebraucht. Weit haben wir es gebraucht. Wo sind die Leute? Wir haben jetzt beim Salzburg Summit gemeinsam mit der Präsidentin von Moldau und einem Abgesandten Biochemical Engineering, dem türkischen Finanzminister, dem Verfassungsminister, das ist die Österreicher aus dem eigenen Land schmeißen. Haben wir so schlecht, wenn ich das alles zuhören muss, was du da redest? Der
Außenministerin von Singapur, um über die Zukunft Europas zu sprechen. Was ich natürlich verstehe, weil Singapur ist ja quasi ein EU-Land und die Türkei ist ja auch schon lange bei der EU. Und ein Quantenphysiker, die Präsidentin der Salzburger Festspiele und nebenbei natürlich dann noch, wie gesagt, unseren Anschaukommen! Schau! Na, Pfuhlteibe! Na, Pfuhlteibe! Alter! Ja, ja! Das ganze Schandmal auf Anfleck! Die Reichen schauen sich das Sterben vom reichen Mann an, während jeder Mann kein Geld in Österreich hat, weil die Inflation höher als in Kenia ist! Gratulation! Dafür stehen wir bei Namibia vorne am letzten Platz. Scheiße. Du meinst mit der Pressefreiheit? Ja. Heute haben wir schon wieder mal einen kleinen Akt der Pressefreiheit, der politischen Freiheit. Ja, die nationale Freiheit, gell? Das ist eigen Ding. Schau, da so die soziopathische Partei Österreichs und Mannes sind alles Nazis, die in Trochen herumlaufen. Ja, der kann eh auf den Salzburg sammeln. Ja, für so ein Bagage muss ich so früh aufstehen. Also. Die Gehwessler ist bei uns gestanden und dann hat die Polizei aufgehalten und hat ihn einlassen und ich habe das alles gefilmt. Wie schickt man das? Vielleicht kannst du das ein bisschen kampfen oder so. Okay? Was war bei euch los? Das sind lustige Leute. Aber das glaubt, dass sie uns festnageln können. Warum? Ja, weil sie uns einfach nur festnageln wollten. Und der Darian, also Gott, die haben sich das halt noch gefallen lassen, aber wir sind dann weitergegangen. Der in Schlips da, der von der Geheimpolizei, wie man das nennen kann, der hat sich wichtig machen wollen. Die Frau hat mir dann später, ich habe dann gesagt, ich bringe mir meinen Ausweis dann nach, weil ich halt mit da auf. Ich mache meine Arbeit. Das hat von der Späte eben gemacht. Wann seid ihr auf Nachtarin? Wann seid ihr am Abend da? Ich bin am Abend gar nicht, aber ich habe heute dann einmal geschlafen. Den ersten Teil mit kleiner Mannschaft hinter uns gebracht haben, genießen wir jetzt hier die Ausblicke auf den Fuhrpark des ORF. Ihr wisst schon, die Zwangsgebühr macht gerade einmal Pause. Und ja, er ist ja auch brav vertreten. Ich habe heute in der Nacht am Heimweg schon eine etwas luxuriösere Firmenkarosse des ORF gesehen. Der Roman wird die Bilder einblenden, damit ihr wisst, wofür ihr dann in Zukunft die Haushaltsabgabe, sprich den Propaganda-Zwangsbeitrag, zahlt. Ja, in Zeiten der Teuerung ein bisschen einen Prunkaufmarsch machen.
Da sammelt man Sympathiepunkte beim Volk. Gott sei Dank ist das Kaisers Kleider nicht nackt, sonst würde ich mich jetzt auch noch mehr ausspeien. Ja, ja. Wie sagt man so schon, was Paulchen nicht lernt, lernt Paul nimmer mehr. Sagt man so. Da steht der nächste ORF-Truck. Schau, schau, schon lustige. Spannend finde ich da. Hört gar nicht. Around the world, around the world. Genau. Nicht schlecht, gell? Und da oben fliegt er, der Lämmergeier der Republik. Hast du den draufgerückt? Ja. Wird ziemlich verpixelt sein mit Zoom. Zugegebenerweise ist es ein Reiher und kein Geier. Aber es reimt sich auf Geier. Ja, was sich reimt, ist so gut. Vor allem, wie sagt man, man könnte kotzen wie ein Reiher. Genauso sehe ich das auch. Man könnte nicht so viel Reiher sein, wie man kotzen muss, oder? Naja, das Schöne ist, das Volk kann sich das ja eh nicht mehr leisten, dass so viel frisst, bis kotzen muss. Da oben haben wir Leute festgesetzt, auf der Stirn. Mike und Franz längst noch festgesetzt. Mit dem Prospekt. Wegen der Fahne oder irgendwas, oder was? Müsst das Ecke stehen? Ja. Sind zum Ecke stehen abkommandiert. Aber die ganze Winki-Winki-Gesellschaft haben wir in schöner Perspektive. Ja, genau, Österreich. Sammer froh, dass der Kranzstuhl nicht da ist, weil die hätten wieder gesagt, das wird nicht verschwinden. Ah, okay. Und wenn irgendeiner umknackst beim Stiegen auf, dann kann man da abholen. Ich hab da ja Meinung, weil ich bin ja nicht. Hier ist kein Grüß die Frau Gehwessel ist leider zu spät gekommen, weil die ÖBB wahrscheinlich versagt hat, oder der Hubschrauber, das weiß ich jetzt nicht so genau. Den letzten bestraftes Leben, gell? Okay. Ja.
Ja, der hat ja. Ja. Wir werden alle einen kennenlernen. Wir da draußen was zum Schinkenflecken essen, wo er noch eingeladen hat. Wie hat da irgendwann einmal so ein witziger Antwort gesagt? Lauter Staatsfeinde, Neofaschisten und so weiter. Ich war langsam beleidigt. Jetzt du sagst es! Jetzt lasst einmal einen Witzekanzler in Ruhe, der ist so lustig. Weil nur wenn er besoffen ist, sonst ist er unerträglich. Da sehe ich jetzt quasi aber eine relativ gute Chance. Ja, aber wie gesagt, weit und breit kein Klimakleber. Schau, wie keiner lang kommt auch! Für wen braucht man sonst so ein großes Auto? Dann Jung Bling! Xi Jinping! Ja, Sabine, jetzt musst du aufpassen, jetzt bist du Klimaschutzaktivistin. Bin ich ja, weil ich am 800.000 Baum gehört in Salzburg. 800.000, 600.000 hätte ich überleben können. 405 Menschen sind enteignet worden. Mit unserer tollen grünen Politik da. Es werden noch wesentlich mehr werden, die enteignet. Die Frau Rössler hat mir gesagt, zum Klimaschutz muss leider noch viel mehr Natur zerstört werden. Ja. Das ist so wie älteren Damen und Herren mit dem Schlagstock halb nackt, die bei Minusgrade über den Asphalt schleifen. Das hat in der Pandemie auch der Gesundheit gedient. Ja, sowieso. Du hast das Konzept einfach nicht verstanden. Zerstörung bringt Segen. Ja, voll. So, der Herr Bundespräsident wird eine schöne Ansprache machen gegen die Spaltung, obwohl er das ganze Volk gespaltet hat. Ja, lasst euch probieren. Im Staat loben, nachdem wir ja heute am freien Journalisten schon waren. Hoffentlich gibt es eure Jobs noch recht lang. Ich wünsche es euch. Auch deinen. Ohne Maske seid ihr gleich viel fescher. Und dann Deutscher sind sie da. Wir haben jetzt gleichzeitig Garum. Wir haben jetzt Zeit. Jetzt Garum, Alter, wird es da so gießen. Mehr möchte ich nicht sagen. Einen wunderschönen. Kommt's denn da kurz? Ja, genau. Ja. Sorry, ich muss wieder arbeiten. Einen billigen Fuhrpark soll ich man, damit man sieht, wo das Steuergeld hingeht. Genau. Die sind sicher da eine nicht so und. Oder, Elvis, sind sie da über den Rücken?
Habt ihr schon gesehen? Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass das der VIP-Eingang ist. Ja. Ne? Sie ist verzweifelte Interviewpartner gesucht, ich biete mich freiwillig an. Ja, gern. Ich würde dann aber wahrscheinlich nicht freuen, Junge. Ah, das sehen wir dann. Gut. Was stört dich denn davon, dass du heute Bundespräsident bist? Ja, ob der Bundespräsident da ist oder nicht, ist eigentlich relativ belanglos bei einem Mann, der sich momentan erdreist wird bei einer Wahl durch 30% berechtigten Publikums in Österreich über die Normalität zu sprechen, die unter seiner Regentschaft in diesem Land gar gelitten hat. Wieso denkt es nicht, dass dieser gute Werbungssatz ist? Die große Problematik ist, Salzburg versteht sich als riesengroße Kulturstadt. Wenn die Kultur darin besteht, dass sich reiche Menschen das Sterben des reichen Mannes jedes Jahr erneut anschauen, mit großem Getöse, mit militärischen Ehren, während die Teuerung in diesem Land extrem hoch ist, glaube ich, dass es ein falsches Signal der Politik ist. Einmal mehr. Und was hältst du davon, dass die Ursula von der Leyen heute da ist? Naja, was soll man von einer EU-Kommissionspräsidentin halten, die ja letztendlich auch einen Posten bekleidet, den sie ungewählt eingenommen hat und die quasi sich im Moment ja in einem Strafverfahren betreffend Impfstoffbeschaffung, ich spreche da diese fragwürdige SMS, von der da gesprochen wird, was soll man davon halten, dass man die gute Dame hier hofiert, während in Europa das Friedensprojekt EU gescheitert ist und wir Krieg haben und Frau von der Leyen einmal mehr alles tut, um diesen Krieg auch weiterhin am Laufen zu halten. Und wie fanden Sie die Stimmung da am Platz allgemein? Sehr viel Polizei, sehr viel teure Karossen. Wie gesagt, der gemeine Bürger zahlt und ein paar weniger feiern. Dankeschön. Ja, das hört sich gar nicht politisch an, weil Sie können da ruhig schon mal aufzeigen. Das hört sich gar nicht politisch an, weil einen Präsidenten, der ja als einziger Mann in dieser Bundesrepublik, in der Republik Österreich, direkt gewählt wird, bei dem 30% der Wähler zu Hause geblieben sind und den von den verbliebenen 70% gerade einmal ein bisschen über die Hälfte gewählt hat, der hat de facto eine Legitimation vom Volk von gut am Drittel und da brauchen wir über Politik nicht mehr reden. Zumal der gute Mann ja als zweifacher Lockdown-Brecher einmal beim Italiener in Wien und einmal bei der ORF-Gala ganz klar gezeigt hat, dass er sich hier nicht als Volksvertreter sieht, sondern dass er sich hier zur Elite zählt. Warum sind Sie heute? Ich bin hier, solange man noch als Bürger frei die Meinungsfreiheit ausleben darf und sich noch frei bewegen darf. Es ist ja so, wie es im Moment ist mit dem Pandemievertrag, der im Hintergrund läuft, beziehungsweise dem neuen Krisensicherheitsgesetz, nicht gewährleistet, dass unsere Wahldemokratie, wie sie aktuell ist, in Zukunft noch so ist, wie sie ist, und das muss man ausnutzen. Also sind Sie hier einfach, um Ihre Meinung zu äußern oder um den Politikern das irgendwie mitzuteilen? Das haben wir schon. Im Moment sind Sie ja hinter den altehrwürdigen Mauern des Hauses für Mozart. Da nehmen Sie noch viel weniger von den Untertanen in irgendeiner Form Notiz. Aber es ist tatsächlich so, dass ich es relativ pervers finde, dass sich quasi die Reichen und Schönen oder zumindest so Deklarierten das Sterben des reichen Mannes anschaut. Es ist ein bisschen ein Treppenwitz. Ne? Ja, super, danke. Bitte. Dankeschön, darf ich mir deinen Namen abschreiben? Die meisten Leute sagen Elvis, genügt es oder brauchst du einen vollständigen Namen? Vollständig, ja schon. Das ist ein Ausweis von E, oder? Ja. Der Bouncer. Ja. Das ist Slowenien. Ah, so habe ich auch vermutet. Slowenien hat übrigens. Weil zuvor Slowakei ist ja, das andere ist Slowakei und dann. Slowenien hat übrigens vor Monaten, um nicht zu sagen, vor circa einem halben Jahr
bereits alle Corona-Strafen zurückbezahlt. Brav. Bei uns ist jetzt quasi in Niederösterreich, ihr wisst schon, bei der Landesmutti, gerade mal die erste Rückzahlung erfolgt. In Salzburg soll das gar nicht passieren, also ja, so viel zum Thema, weil man da Pferde, ganz gefährliche, todbringende Pferde. Die Totenglocken läuten! Sturm ist gestorben, sagt der Wurm, als läuten sie wieder gleich. Ich kann mich erinnern, wie es war, als man unsere Demos angezeigt hat, weil man durch den Lärm quasi Pferde erschreckt hat. Gut, dass das hier scheinbar niemanden stört. So, wenn da die Glocken zum letzten Gericht bimmeln, ne? Aber ja. Dida, dida, dida. Ja, die Ouvertüre ist halt eine spirituelle. Aber du solltest vielleicht noch einen Vergleich zum letzten Jahr machen. Wenn ich mich recht erinnere, mussten die Bediensteten des Festspielhauses letztes Jahr alle noch Maske tragen. Mhm. Todbringende Gesinde der... Genau, das arbeitende Volk dürfte da geknechtet werden. Ah ja, das ist das neumodische Wort dafür. Ja, von Wien bis daher, da schleppt man einiges mit an. Gebrechen der Schandtaten eines ganzen 3-Jahres-Zyklus. Ich bin heute mal nicht so. Da haben wir nun mal den Hinweis. Schön in Rot-Weiß-Rot gehalten, wo überall Video überwacht wird. Ja. Aber du mit deiner Kamera darfst nicht filmen. Nein. Da wird mit Sicherheit was machen. Übrigens, ich finde Erm auf der Sperrfläche gar nicht schlecht. Ein einsamer Tourist hat sich verlaufen. So wurde aus einem Touristen einen Terroristen. Ah ja, geht jetzt eher mal los. Etwas unentschlossen, was die Himmelsrichtung angeht, aber ordnungsgemäß am Zebrastreifen. Irgendeine unsichtbare Macht hat ihn gezogen. Na ja. Na dann. Hey, wie soll's ja schon gesagt, wir passen schon auf, dass keiner geflattert wird. Wir haben nur noch eine bis jetzt schon verloren an der Polizei, gell? Ja, vielleicht schaut auch. Eine haben wir schon verloren an der Polizei. Nein, ich fahre nicht durch. Danke. Adios. Okay, passt schon. Bus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, nachdem Glascontainer in Salzburg einmal mehr Mangelware sind, machen wir das so. Und weil wir uns hier in unmittelbarer Nähe befinden zum Festspielhaus, machen wir da noch einen kleinen Hinweis. Genau gegenüber den Pforten der Medusa. Ja, schau, Schwurbleralarm. Man kann nichts unbeobachtet machen in dieser Stadt. Es ist zum A. So, und da schaut's, da guckt die Medusa. Die Medusen, weil da drüben hat es eine zweite. Ja, die Schwester Meduse, Medusa, Medesu. So, wenn wir zuerst gerade so schön bei den Luxuskarren waren. Hier quasi alle mit unserem Steuergeld und
Der Österreicher ist ja immer stolz, dass er arbeiten geht und definiert sich ja über seinen Job. Aha. Ich sag's gleich, ich weiß nicht. Ja, da steht schon. Du musst jetzt einmal den Schwenk machen. Damit wir alle. So, jetzt habt ihr den Monitor verdreht. Dann schwurbeln wir mal weiter. Verdunkelung ab. So. Also hier hat unser Trip heute begonnen. Hier lasse ich ihn ganz offiziell enden. Der Roman würde jetzt wahrscheinlich wieder sagen, gehabt euch wohl. Ich würde sagen, lasst euch ein bisschen durch den Kopf gehen, ob es zielführend ist, den Präsidenten mit teuren Vehikeln durch die Gegend zu karren, damit er sich auf irgendwelchen Upper-Class-Events bei gediegenem Abendessen und kultureller Bespaßung von oben herab zum moralischen Richter aufspielen kann, wenn er doch gleichzeitig die Verfolgung von Redakteuren und Journalisten in diesem Land zugelassen oder sogar in die Wege geleitet hat. Ob es sinnvoll ist, einen Salzburg Summit 2023 abzuhalten und ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, das ganze System ein bisschen zu hinterfragen und dementsprechend zu agieren. So, damit habe ich wieder unglaublich viel gebrabbelt und wir sind hier mit raus und ich mache dann gleich noch einen kleinen Einstieg, der aber nicht ausgestrahlt wird, außer es trifft der Worst Case zu. In diesem Sinne, Baba.